wie die schon am rumquietschen sind, ey, die sollten mal wirklich ihre Ketten ölen. Oh Gott. Oder Ketten schmieren, oder wie man das auch sagt. Dass man die halt wieder so schmierig macht, so flüssig. Dass sie nicht so rostig sind. Ich denke mal, jeder versteht, worauf ich hinaus will. Auch wenn es schon spät ist, und also relativ spät ist. Und ich nicht mehr so viel schlaue Sachen von mir geben kann. Eben aufgrund dieser Tatsache. $170.000, alles klar. 30.000 noch. Dass wir sie erreichen, ist keine Frage mehr, nur wann wir sie erreichen. Das one-hittet mich auch. Und auch da ist die Reichweite verdammt schwer einzuschätzen. Aber nicht so sehr wie bei der Hydra. Und das ist halt auch... Ihr seht auch vom Level her, dass der nicht so krass ist wie die Hydra. Und deswegen haben wir sie. Alle schon, oder? Kommen da noch welche? Ne, ich habe noch einen. Ich weiß gar nicht, ob wir theoretisch zurücklaufen müssen oder ob der uns gar nicht treffen kann von dem Punkt aus, wo er immer stehen bleibt. Ich mach's aber sicherheitshalber einfach mal trotzdem 8-2 noch. Okay, von dem sind ja doch relativ viele gespawnt tatsächlich. Der ist mit Level 72, glaube ich, der stärkste. Oder einer der stärksten. Der trifft uns so von da hinten aus eigentlich gar nicht. Sehr gut. Das war Talos. Ohne zu sterben, aber für den habe ich auch keine Tode eingerechnet. Da sind die ja hier fast noch krasser. Nee. Ich würde sagen, der hat auch schon ordentlich geschluckt, aber ist ja auch ein legendäres Bonusmonster quasi. Lernäische Hydra ist trotzdem das ist aber auch tatsächlich ganz lustig. Die Lernäische Hydra bleibt auch das größte getötete Monster. Ich meine, das war ja so ein bisschen abzusehen. Wenn man bedenkt, wie krass Talos, wie krass die legendäre, wie krass die Hydra war. Ja gut, legendäre Hydra kann man aber auch sagen. Wäre jetzt nicht falsch gewesen, aber Lernäische Hydra oder Hydra sage ich jetzt einfach dazu. Aber Talos kommt ja von der Chronik her später erst. Aber das zeigt eben, das größte getötete Monster ist nicht eben das, was von der Zeitspanne her am letzten kommt, sondern wirklich das krasseste. Das wohl immer noch die Hydra. So, was wollte ich ganz zum Schluss vom Part machen? Ich habe es leider irgendwie schon wieder vergessen. Ich wollte irgendwas... Ach so, genau, die Quest abgeben, ja. Alter. Ich muss aufpassen, dass sich das nicht in Alzheimer irgendwie entwickelt oder so. Eigentlich ist mein Gedächtnis ziemlich... funktioniert mein Gedächtnis ziemlich gut. Wie wenig EP wir einfach kriegen, ist es wirklich unfassbar. Pro Akt jetzt irgendwie nur noch ein Level oder so absteigen. Denke ich mal, so ungefähr. Oder ein und anderthalb oder so, oder ein und ein Viertel, irgendwie sowas.
Und das wird dann mit der Zeit noch weniger. Mit jedem Level wird es ja dann immer und immer weniger, was auch Sinn macht. Wir haben also schon so fast alle Level-Ups, die man im gesamten LP sehen wird, haben wir jetzt schon hinter uns. Viele Level-Ups werdet ihr nicht mehr sehen, also genießt sie noch, Freunde. Hier kann ich jetzt noch ein Auge verschwenden, denn wir wissen ja, vorausschauende Spielweise, ja, genauso wie vorausschauende Fahrweise beim Autofahren. Hier ist der Brunnen. Und einmal nach Megara, bitte. Die Skelette werden uns also. Nein, werden sie nicht mehr. Und einmal nach Delphi, bitte. Und du hast schon wieder von deinem Mann geträumt. Ja, ich weiß das schon. Sehr gut, dann haben wir alle Quests bis zu diesem Punkt. Das Finale vom ersten Akt werden wir dann in einer der nächsten Parts sehen. Bis dahin, Leute, haut rein und ciao.